Und herzlich willkommen zu The Cashless hier in For Honor mit einer saftigen Breach Round. Hoffen wir mal, dass es nicht so leckt. Hier mit Sensuro Rework. Das ist ein bisschen Nox, denn ich habe den Game Sound jetzt auf mein Headset mal übertragen. Und dementsprechend ist das natürlich dann auch etwas lauter. Es ist gerade 5 Uhr morgens, um genau zu sein 5 nach 5. Und ja, ich bin einfach zu aufgeregt, auch ein bisschen For Honor Time, ein bisschen runterzukommen. Den Busch hier wahrscheinlich kommen sehen. Schön. Oh, der hat es genutzt, weil er wusste, dass die Türkei spammen wird. Boah, leckt es ein bisschen. Ja, es leckt ein bisschen. Ping 46, ja. Das ist nicht so vorteilhaft. Bisschen unfortunate. Gott, das Kabel hier rausziehen, ist mal PS4. So, Alter. So, wie ich sehe, steppt er zu den Minions. Das kann der Boy machen. Ich unterstütze mal den Boy hier, weil gerade zwei Leute down sind. Also so gut wie down. Jetzt mal. Genau, das habe ich kommen sehen. Der will sich das aussparen. Ich sag einfach nein, Bitch. Dankeschön. So spielt man. Mehr oder weniger. Das ist doch ziemlich risky, also ihr solltet das nicht ausprobieren. Ich bin ja vollkommen sicher, dass der Gegner eben halt darauf prägiert, seine Rache noch zu saven. Boah, dieser Vibrier-Sound, das ist wirklich anders, den Sound auf Fette zu hören. Gott, Stamina regain hier. Gut, der hilft mir auch, der Boy. Gut, Teamwork is the best work. I love it, I love it, I love it. Er rennt zu ihm. Wir sticken mit dem Wagen, das ist besser so, Mann. Da oben wird jetzt erstmal fetter Krieg stattfinden. Ich kann den Mutiger eigentlich hier lassen und kann mit nach oben steppen. Denn wir müssen oben hier diesen Point kriegen und es sieht ziemlich brenzlig aus, um ehrlich zu sein. Boah, es leckt. Eigentlich angefickt und geparried. So, es geht mir generell auf die Nerven, aber es ist halt vorne. Man muss sich eben mal da zusammenreißen und nicht ausrasten. Ich habe schon sehr, sehr viele. Sehr fucking viele Ausraster vorne. Und ihr wollt ihr nicht hören. Ich glaube, ich habe sogar ein, zwei Videos, wo das zu hören ist. Das werde ich aber jetzt nicht unbedingt sagen. Ich schaue mich eben halt wie so ein Kanacke eben halt, der Rage, nur eben halt nochmal. Ja, du spürst die Wut quasi, weißt du? Und ja. Dementsprechend ist es immer sehr schwierig, sich da zu konzentrieren und nicht auf diese Scheiße hineinzufallen, wenn da ein Spam der Orochi ist und es leckt und du kannst nichts blocken oder parryen. Puh. Ja. Oh, der hat gut genutzt. Gut genutzt, Sintuga. Der hat das genutzt, weil er wusste, ich mach genauso weiter. That's my boy. Mal bitte angreifen. Zack. Oh, die Zone ist perfekt gemacht hierfür, Mann. Okay, ich hole mir unten mal den Boost. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich schneller als sonst bin, ne? Okay. Ich muss erst mal hier oben gucken. Hier oben können nicht Leute sein. Aufpassen, ja. Oben wird noch gekämpft.
Moment, ich mach mal hier. Der eine ist rausgegangen. Oder rausgeflogen. Oh! Das habe ich nicht gemerkt. Barker. Ich bin ein Barker. Das ist der Panische und heißt Idiot, für diejenigen, die das nicht wissen. Ich hoffe, ich bin nicht zu unverständlich, weil ich gerade flüstern muss. Wegen ganzen Shit. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Leiter ist. WCF. Ist das neu gemacht worden, Alter? Ja, das ist neu. Ich glaube, das ist neu, Alter. Chinebot. Oh, ich liebe diese Exekution, weil sie schnell geht. Also sie ist an sich eben halt lange. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie exekutiert immer sofort. Und lange Exekutionen, die schon früh exekutieren, geben trotzdem viel Leben dazu. Das finde ich so geil in solchen Exekutionen. Genauso wie bei der Warden-Exekution, wo der den zweimal so schlägt in der Luft und dann den wegkickt mit der Schulter. Ich denke, ich werde erstmal den Wagen hier voranbringen. In der Tüte oben wartet nur darauf. Ich gebe denen keine Angriffsfläche. Ich warte auf meine Mates. Das ist immer die Sache am Teamplay. Man darf sich nicht von seinem Ego kontrollieren lassen. Denn wenn man das macht, passieren ganz schnell dumme Situationen, wo man immer mehr und mehr verliert und ja, das Tier aus den Augen verliert. Ja, und versagt quasi. Weil man einfach sein Ego quasi befriedigen möchte. Weil man verloren hat, weil man die ganze Zeit getötet worden ist und dann einfach das wieder gut machen will. Und nochmal. Oh, beautiful. Bam, bam. Sehr, sehr Sparta. Ich wollte das eigentlich in Originalton gerade sagen, aber es ist ein bisschen schwierig. Komm ran. Oh, hat er gut gemacht. That's my boy. Ja, gut gemacht. Bitch, bitch. Bitch, auf den Boden mit dir. To the ground, bitch. Ach, mal was so schönes. Ich liebe es. Oh, diese Exekution ist einfach Gold. Ich wollte mir erst die Vorschlag-Exekution holen, also Kinnhaken. Aber irgendwie hatte ich mehr Bock auf die. Und sie ist taktisch klüger halt. Das ist der Punkt. Boah, hier kann man sehr gut Punkte holen. I love it. Ich gehe jetzt mal zu meinen Mates, denn die brauchen Hilfe. So. Gut, wir nehmen hier ein. Ich kämpfe gegen den Bot. Die Nobushi hat auf jeden Fall gemerkt, ich habe darauf keinen Bock und deswegen ist der Typ sofort nach dem ersten Durchbruch rausgegangen. Weak, aber auf der einen Seite kann es klug sein, wenn man keinen Bock darauf hat, wirklich hart zu schwitzen. Au. Die Sache ist, die Bots predicten immer sofort. Puh, Alter. Die Sache ist, was mir aufgefallen ist an den neuen Bots, jetzt nach dem Update, übrigens das beste Update seit dem Breach Update, das Breach Update bleibt unangefochten, in meiner Meinung nach, also eigentlich auch objektiv betrachtet, ist der Punkt, dass Bots jetzt viel mehr, wenn du versuchst anzufaken mit deinen Heavies, sofort dich graben. Die predikten das quasi, dass du anfaken willst und graben dich darauf hin, was du eben halt, womit du eben halt nicht rechnest. Jetzt zumindest. Nach ein paar Wochen gewöhnen sich auch Spieler daran. Sehr gute Spieler wissen das dann wahrscheinlich schon sehr früh. Jetzt schon. Aber nichtsdestotrotz. Two Hits mit Lights, das ist geil. Boah, geil, das ist geil. Angriffsboost for the win, würde ich mal sagen.
Fresse. Ah, nein. Oh, es hat geklappt. Geil. Wusste das nicht oder war es einfach gerade ein Leck? Ist egal. Oroshis verdienen sowieso überhaupt gar nichts, Mann. Also spammende Oroshis. Also 80-90% die gleichen Spastis. Also Oroshis, die eben als Skillpool spielen, die fucken mich auch etwas ab. Weil die generell so provokant sind. Ist die Range abgefuckter geworden? Warte mal, ist die Range von dieser Fähigkeit abgefuckter geworden? Interessant. Das war ja vorher nur so ein kleiner minimalistischer Kreis. Und der zweite hat auch schon verlassen. Also das ist ja eigentlich gerade eine weaker Runde. Aber bei 3 Centurios, wen kann man es verübeln? Das gute neue Update hat endlich das Rework nach 6 Monaten Wartezeit gebracht. Ich habe gerade vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Und ja, das ist wohl der beste Part daran. Okay. Diese Emote sind die besten. Das ist eine der besten Features in Fauna, dieses Rumspasten. So. Ja, ich wusste es. Jetzt mal. Was du machen willst. Ah, diese scheiß Ecke. Am Ende hat man richtig gesehen, dass er Angst vor mir hatte. Er ist die ganze Zeit auf seinen Tritt eben halt stehen geblieben. Also hat darauf gegiert. Weil er ganz genau wusste, dass ich dann irgendwie was parryen würde. Du kleine Scheiße. Unser Wagen hat mehr Damage als gedacht. Das muss unterbunden werden. Ich hole mir erstmal hier den Boost. Gut, der wird gerade wiederbelebt. Das freut mich doch. Doppelter Damage Boost. Ich frage mich, ob jetzt dieser Damage Boost zu den jetzigen, den ich gerade gehabt habe, wegen meines Perks addiert wird. Wir haben die Fahne. Also, da ist die. Ich habe noch hier den offenkundigen, schönen Defensive Boost. Beautiful. Ich kann mir das stibitzen, geil. Und dann komme ich jetzt mal hier runter hier. Ah. Hätte schon darauf geguckt, egal. Ist sowieso unnötig gewesen. Direkt zum Typen. Interessant. Dass die auch so Veränderungen gemacht haben. Boy. Darf ich mal diesen Typ amüsieren? Digga, wenn mich eine Sache richtig abfuckt, dieses verfickte System. So. So, könnt ihr aber noch ein bisschen gut Damage drücken.
Eine vergiftete Klinge. Schön, der wartet nur drauf. That's my boy. Eigentlich eine ganz smoothe Runde, wenn man darüber nachdenkt. Oh. Was ist da behindert aus? Ich wusste, dass er das macht. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, wenn wir ausweichen. Ja, es ist gelaufen. Wäre auch gerne dabei gewesen. Ja, dieses tut mir leid, so gut gekämpft von meinem Team finde ich es auch asozial. Also dieses toxische Verhalten für unnötige Sachen, also einfach nur out of nowhere. Das ist, finde ich einfach scheiße. Ich meine, man kann das machen, aber es kommt ja auch darauf an, wie die das meinen, aber generell mache ich das eigentlich so gut wie nie. Ich habe es früher gemacht, aber mittlerweile nicht mehr. Und eigentlich habe ich das auch nur. Ich meine, ich mache das eigentlich nur, wenn Leute eben halt mich abfacken, mich versuchen abzufacken, also toxisch zu sein und das schreiben. Dann, wenn mein Team, also ich oder mein Team, ich spiele auch mit meinen Kollegen, besonders mit Sekuto, dem Boy, ja, wenn wir die dann besiegt haben, dann schreibe ich, tut mir leid, ich spam das zu und ich T-Back auch über die. So wie ich das auch gehört. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr smooth Round hier. Gar nicht wirklich anspruchsvoll, ging sehr schnell. Aber naja, es folgen auf jeden Fall noch anspruchsvollere Runden. Aber einfach nur, um jetzt in dieser neuen Season eben halt mal ein Breach Mesh hochzuladen. Also Leute, bis dahin Leute, gehabt euch wohl, habt immer eine gute Selbstreflexion. Und bis dahin Leute, Dedicationless Peace out of this.